Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Verb ziehen und einige seiner Präfixe. Du hast richtig gehört, einige, denn alle Präfixe wären zu viel für ein Video. Bist du bereit? Dann let's go! Das Verb ziehen allein kann viele Bedeutungen haben. Es ist das Gegenteil von drücken. Das liest du manchmal an Türen. An denen steht manchmal drücken oder ziehen. Oder ziehen kann bedeuten, dass etwas sehr lange dauert. Zum Beispiel die Zugfahrt zieht sich. Aber in unserem Video soll es um folgende Bedeutung gehen. Sich an einen neuen Ort bewegen, also sich irgendwo neu niederlassen und wohnen. Du kannst zum Beispiel sagen, Markus zieht nächsten Monat in eine neue Wohnung. Wichtig, wenn wir nur das Verb ziehen benutzen, benötigen wir immer die Information, wohin wir ziehen. Also, wo ist dieser neue Ort? Ich ziehe nach München. Ich ziehe in eine größere Wohnung. Ich ziehe in ein Haus und so weiter. Du kannst also nicht nur sagen, ich ziehe. Hier fehlt eine Information. Du kannst aber sagen, ich ziehe um. Wir verwenden hier das Verb umziehen. Dieser Satz bedeutet auch, dass ich meinen Ort gewechselt habe. Ich habe aber nicht klar definiert, wohin ich ziehe, also wo mein neuer Ort ist. Zum Beispiel: Hey, Theresa, warum bist du so gestresst? Ich werde nächstes Wochenende umziehen. Es gibt noch so viel zu tun. Und dann gibt es noch die Verben einziehen und ausziehen. Mit einziehen beschreibst du den Prozess, dass du in ein neues Gebäude ziehst. Hey, Theresa, wann kannst du eigentlich in die neue Wohnung einziehen? Nächste Woche ist es endlich soweit. Nächste Woche kann ich einziehen. Wir können mit dem Verb einziehen Sätze bilden, in denen wir unseren neuen Ort nennen oder auch nicht. Ausziehen bedeutet genau das Gegenteil. Also, dass du aus deiner alten Wohnung ausziehst. Bei einem Umzug musst du also zuerst aus deiner alten Wohnung ausziehen und dann in die neue Wohnung einziehen. Als letztes möchte ich dir noch das Verb wegziehen zeigen. Wegziehen bedeutet, dass du in eine andere Stadt oder ein anderes Land ziehst. Auch dieses Verb funktioniert wieder mit oder ohne lokale Angabe. Ich ziehe nächsten Sommer weg. Ich ziehe nächsten Sommer aus Hamburg weg. Ich werde nach München ziehen. Zum Abschluss habe ich jetzt eine kleine Aufgabe für dich. Bitte beantworte in den Kommentaren folgende Fragen. Wie oft bist du schon umgezogen? Was findest du am anstrengendsten an einem Umzug? Und wohin würdest du gerne einmal ziehen? Ich bin sehr auf deine Antworten gespannt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und abonniere auch unbedingt unseren Kanal, um noch mehr Deutsch zu lernen. Bis zum nächsten Mal.